eingesetzt. Wir haben Ihnen bei einer Probe mal über die Schulter geschaut und Sie haben uns Ihr neues Lied vorgestellt. Die Musiklandschaft Oberfrankens hat einiges zu bieten. Viele Studenten nutzen ihre freie Zeit neben dem Studium für eine Band. Mit dabei The Velvet Court. Bezeichnen das als Post-Emo-Rock. Dazu müssen wir jetzt wissen, was Emo ist. Das ist schwer zu beschreiben. Ich würde es mal als so melancholische Rockmusik, die auch härter durchaus ist, bezeichnen. Die Band gibt es seit 4 Jahren etwa. Wir machen das eigentlich nur zum Spaß. Also das Geld ist natürlich schon schön, wenn wir dann praktisch nicht selber draufzahlen, wenn wir jetzt irgendwo hinfahren und so. Wir haben schon hohe Ziele, also wir wollen uns schon sehr verbessern und es ist auch schön, wenn wir Anerkennung finden, aber wir haben da keine überhöhten Ziele, dass wir irgendwie denken, wir werden da mal Geld mit verdienen. Also es ist halt leider Gottes gerade hier in der Region so, dass wenn der Punk oder Metal steht, dann geht was. Und da ist halt nicht wirklich die Offenheit für was Neues einfach gegeben, dass die Leute dann sagen, ach ja, Bands, schauen wir mal hin, was könnte ja gut sein. Sondern es gibt halt Eingeschworene, die wissen, dass es gut ist und denen gefällt es dann auch. Und der Rest, sage ich mal, den erreicht man halt einfach nicht. Beim jährlich stattfindenden Rock in Oberfranken Festival, kurz genannt Rio, werden regionale Rockbands aus dem Bezirk Oberfranken gefördert. Seit 2002 gibt es das Festival und auch in diesem Jahr touren im März 4 Gewinnerbands durch 8 oberfränkische Städte. Eine der Bands ist The Velvet Court. Kommt alle zur Rock in Oberfranken Tour, die jetzt im März ist, in ganz vielen Städten in Oberfranken.